So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem House Unlimited YouTube-Kanal. Ich stehe hier mit Julian, der ist seit kurzem bei uns im Team im Rechenzentrum und er hat sich bereit erklärt, den langen Weg auf sich zu nehmen, um sich das hier mal anzugucken, damit er weiß, wie es hier aussieht und euch besser helfen kann und weil er sich dafür auch tierisch interessiert hat. Und ich erzähle ihm jetzt einfach mal, wie es aussieht hier, zeige ihm ein bisschen was. Und da, wo ich darf und da, wo ich kann, haben wir uns überlegt, dann nehmen wir euch einfach mit. Das heißt, ihr werdet jetzt aus relativ blöden Positionen, weil es hier relativ eng ist, einen kleinen Blick über die Schulter erhaschen können. Und einfach zuhören, was ich Julian jetzt so erzähle. Und wen es interessiert, der könnte sich jetzt in die Position von Julian versetzen und halt quasi mit dabei sein bei einer Einführung ins Rechenzentrum. Dann fangen wir mal an. Also wir stehen jetzt hier vor einem unserer Mischregale. Das heißt, wir haben KVM-Host-Systeme, wir haben Game-Server-Systeme dazwischen, auch dedizierte Server-Systeme, alles gemischt, weil wir haben ganz zu Anfang unserer Firmengründung die Systeme noch nicht so ganz ordentlich aufgeteilt. Das heißt, wir haben quasi überall, wo Platz war, dann im Rechenzentrum unsere Regale gefüllt. Jetzt haben wir es ein bisschen geordneter, da werde ich später auch noch mal was zeigen, ein Beispiel. Ja, und so sieht das dann aus. Und wie du hier siehst, unsere 10G-Switches, das heißt, wir haben eine 10G-Anbindung. Das ist uns besonders wichtig, dass wir hier möglichst viel, ich krieg's gerade kaum scharf, die Kamera will nicht. Doch, jetzt vielleicht? Nee, macht sie nicht. Naja, auf jeden Fall 10G-Anbindung und das teilen sich dann alle Systeme am Switch. Hat den Vorteil bei der großen Anbindung 10 Gigabit, dass eigentlich jeder immer seine 1G kriegt. Und dazu habe ich auch gerade mal einen Speedtest gemacht, das ist schön, mal zu sehen. Vodafone Speedtest kennt vielleicht der eine oder andere, ist ganz praktisch, weil der schön schnell ist und eigentlich immer ganz gute Ergebnisse liefert. Haben wir einfach gerade mal mit dem Laptop hier, MacBook, direkt an den Switch uns angeschlossen und haben einen Speedtest gemacht und das war das erste Ergebnis, was wir hatten. Joa, ist eigentlich ganz nett, also man kriegt schon eine ordentliche Datenrate hier durch. Das heißt, wenn man 1G hat, kriegt man auch in beide Richtungen in der Regel seine 1G. Das ist halt ein großer Vorteil hier. So, das hätte man zwar auch mit einem 1G angebundenen Switch, wo also quasi oben kein Glasfaserkabel drin steckt und dann einfach per Kupferleitung hier sowas angeschlossen ist mit 1G. Aber da hat man halt den Nachteil, dass dann halt, wenn hier mehrere Leute gleichzeitig ihre 1G beanspruchen, das halt nicht mehr realisiert wird, die volle Bandbreite. Und in dem Fall ist es so, dass quasi 10 Leute gleichzeitig, was so gut wie nie vorkommt, würde ich fast sagen, mit 1G runterladen oder senden können. Mit vollen G. Eingeben. So, dann haben wir noch einen zweiten Switch immer in jedem Regal. Standardisierten Anbindungen, 1G, sieht man hier ganz schön. Da hängen unsere IPMI-Konsolen dran, das heißt, die sind nochmal separat getrennt. Es gibt also Maschinen, also Serversysteme wie zum Beispiel das hier, die haben mehr als einen einzigen Uplink, hier nochmal für IPMI, der hier hat sogar drei. Da kann es erforderlich sein, dass wir noch auf einen separaten Switch, um halt im Zweifelsfall, nehmen wir mal an, der hier geht kaputt, muss getauscht werden, haben wir halt hier noch die Möglichkeit, auf unsere IPMI zuzugreifen. Also eine Art Backup. Ja. Hier neben sehen wir jetzt ein leeres Regal, das werden wir heute auch noch mit Leben füllen. Die Server dafür stehen hier. Haben wir schon alles bereitgestellt. Das wird gleich aufgestockt und dann, wie man sehen kann, gibt es hier auch noch ein wenig Platz zum Wachsen in der Reihe. Würde ich sagen, gehen wir mal noch woanders hin, damit ich noch ein bisschen mehr zeigen kann. So, jetzt stehen wir hier schon wieder an einem anderen Regal von uns. Das ist ein gutes Beispiel, weil da waren wir schon ein bisschen fortgeschrittener, da haben wir ausschließlich, eigentlich würde ich fast sagen, also fast ausschließlich, bis auf wenige Ausnahmen, Dual-Xeon-Systeme aufgebaut und untergebracht. Und Julian hat mir gerade erzählt, er hat schon mal die erste Frage. Genau, wozu sind denn, ich sag mal, diese Dinger hier? Diese Dinger? Ich hoffe, man kann das auf der Kamera sehen. Ich werde mal ein wenig heranholen. Ja, Julian meint also quasi diese hier. Das sind sogenannte Web-Resetter. Mit diesen Web-Resettern kann man aus der Ferne ein Reset ausführen. Das heißt, hier sieht man ja ein Kabel, das geht nach drin und ist auf das Mainboard angeschlossen und damit kann man aus der Ferne quasi dem Server sagen, start neu, als ob einer vorne auf den Knopf drückt für den Neustart. Ganz tolle Sache. Und wofür ist der USB-Anschluss noch daran? Ist der jetzt der USB-Anschluss ist quasi nur dafür da, für Strom, genau, ja, richtig. Darüber wird einfach nur Strom bezogen und das Signal geht hier rüber, ist in einer Art Reihe geschaltet. Geht immer weiter und fängt also quasi unten an, da fängt es an. Dann geht dann immer so weiter, immer so hoch und hopp, bis man ganz oben ist. Hier auch wieder 10G-Switch,
standardisiert. Hier haben wir noch auch ganz auffällig zwei Kabeltypen, einmal rot und einmal grün. Kannst du dir vorstellen, warum wir da zwei verschiedene verwendet haben? Naja, wegen den verschiedenen Anbindungen. Warum machen wir uns die Mühe? Reicht nicht 1G für alle Anwendungen? Naja, vielleicht wegen Backups, dass man die Kunden nicht belästigt. Wie belästigen? Wie also das? In dem Sinne, dass das nicht überlastet wird, wenn gerade ein Backup läuft. Dass die Kunden da nicht so beeinträchtigt werden in dem Moment. Ja, richtig. Genauso ist es. Wir schieben also quasi über diese zweiten Uplinks eigentlich in der Regel nur unsere Backups, damit, wenn die Kunden Backup erstellen, die Kunden, die über den Hauptuplink laufen, davon eigentlich nichts mitbekommen. Genau. So, wir sind jetzt unterwegs in den nächsten Raum. Der befindet sich gleich hier. Da werden wir uns jetzt mal einloggen. Oder, ja, loggen wir uns nicht ein. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Das werde ich mal, weil ich habe das hier an meinem Band, mir einmal Zutritt verschaffen. Und Julian kommt natürlich mit. Das Fett, oder? Das Fett, ja. So, und da stehen wir nun vor einem unserer Glanzstücke, sag ich mal, weil alles ist schön einheitlich. Wir haben die Gehäuse einheitlich eingekauft. An der Hardware ändert das nichts. Wir haben hier Dual-Xeon-System, in dem Fall jetzt zum Beispiel V-Klasse, also für V-Server, OpenVZ-V-Server. Hier oben haben wir Kundenserver, kundendedizierten Server, also dedizierte Server für Kunden. Und da kann man schon sagen, das ist eigentlich so der Standard, den wir erreichen wollten. Und hier fällt auch auf, wir haben uns teilweise auch schon die Webresetter gespart, weil wir gemerkt haben, aha, IPMI bietet ja auch Reset-Funktionen. Nein, wir haben es nicht gemerkt, wir haben uns einfach gesagt, ja gut, es macht keinen Sinn. Die Anbindung und dann 10G Switch. Ja. Welche Fragen hast du? Wieso sind eigentlich oben da noch die Stecker drauf und bei denen nicht? Nein, jetzt die Schutzkappen. Das sind ja Server für die Kunden. Warum ist bei den dedizierten Servern, da sind ja noch Kappen drauf, hier nicht? Ist das jetzt irgendwie ein großer Unterschied oder? Ja, es hat einen ganz einfachen Anlass. Die Onboard-Grafikkarte, die sich hier hinter verbirgt, ist bei den Ryzen-Servern, das sind ja Ryzen-Server, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich würde sagen, man kann das sehen. Leuchtet da hinten schön. Na gut, wir können die Lüfter auch trotzdem irgendwo aufbauen, da heißt ja nichts. Die ist deaktiviert, die kann nicht benutzt werden und da unten haben wir noch jeweils eine Grafikkarte extern eingebaut und damit, wenn jetzt im Falle dessen hier mein Techniker kommt, ich muss schnell gehen, nicht versehentlich die obere verwendet wird, haben wir das einfach abgedeckt. Ja. Wozu ist denn oben die grüne Anbindung? Weil das haben wir ja bei den anderen Servern nicht. Hier in dem Fall hat der Kunde einen zweiten Uplink gebucht, weil er Wert darauf gelegt hat, nochmal ein zweites Gigabit Netzwerkleistung beziehen zu können. Passt, ob er der Backups vorher macht, das weiß ich nicht. Das ist uns nicht bekannt. Auf jeden Fall wollte der Kunde noch eine zweite Anbindung haben. Wie man sieht, wir haben auch hier in den Regalen immer mal wieder auch so kleine Kästchen, wo wir dann unsere Hardware ordentlich einlagern, die wir so brauchen. Hier in dem Fall jetzt Netzwerkkabel, verschiedene Aufkleber von uns, von unserer Firma. Also wir haben uns hier schon ein bisschen eingerichtet. Gut. Gibt es denn noch irgendwelche Vorteile, dass die Gehäuse jetzt einheitlich sind im Gegensatz zu den anderen? Man hat den großen Vorteil, dass man immer weiß, was einen erwartet. Wenn man jetzt die Gehäuse schon kennt, immer die gleichen verwendet, weiß man genau, alles ist an der Stelle. Man kann die Dinge auch schneller bauen. Es ist besser, einheitliche Gehäuse zu verwenden, weil man dann im Flow viel, viel schneller agieren kann. Also sprich, wenn man so sagen wir mal 20 Rechner auf einmal baut und schon weiß, wie alles sitzen muss und wo die Kabelbinder hin müssen, geht es viel schneller, als wenn man immer jede Woche neue Gehäuse anfängt. Deswegen achten wir jetzt darauf, wirklich einheitlich zu bleiben. Einmal hier für unsere dedizierten Server, diese relativ schlichten Desktop-Gehäuse und hier unten für die also Hochleistungs-Server-Systeme mit Dual-Xeon-Hardware, also Server-Hardware, reiner Server-Hardware, immer hochwertige Super-Micro-Tower, die auch dann halt die entsprechende Qualität bieten, um diese äußerst teuren Hardware ein ordentliches Zuhause zu bieten. Ja. So, damit das Video nicht zu lang wird, werden wir jetzt auch gleich weiterarbeiten, weil es ist jetzt schon, mal gerade gucken. Kurz nach 10. Ja, kurz nach 10. Und wir haben noch nicht mal angefangen, weil wir erst das Video gemacht haben. Wir haben jetzt noch einiges zu tun. Ihr seht ja hier steht ein ganzer Wagen voll Hardware. Hier steht ein ganzer Wagen voll Hardware. Und das muss alles noch verbaut werden in unser neues Regal. Und ja, deswegen hoffen wir, dass ihr Verständnis habt, dass das Video relativ kurz ausgefallen ist. Das mal eine kleine Einweisung ins Rechenzentrum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Tim von Host Unlimited und Julian von ebenfalls Host Unlimited. Ciao.